Ja, vielen Dank. Ich wollte euch mal ein etwas anderes Thema heute vorstellen, und zwar, wie man mit Stahl konstruiert und mit Stahl Dinge baut. Mal schnelle Frage in den Raum. Wer kann löten? Gut, ihr habt beim Schweiß es sowieso schon fast gewonnen, weil das ist relativ ähnlich. Wer baut denn öfter mal was mit Holz? Okay, mittlerweile sage ich hasse Holz, weil das ist viel schmutziger als Dinge mit Stahl zu machen. Wer macht denn Dinge mit Stahl? Eins, zwei, drei, vier. Not bad. Okay, bei mir ging das Ganze so los. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand Konstruieren mit Stahl oder Stahl als Material immer schon interessant. Das ist sowas, was ich nicht greifen kann, was ein bisschen undefiniert ist. Und ich habe 2015 rausgefunden, dass bei mir in Kaiserslautern in der Meisterschule es Kurse gibt, die im Prinzip für jeden zugänglich sind, wo man halt mal schweißen lernen kann. Das waren irgendwie 4 Samstage. Wir haben so diverse Verfahren da mal durchgemacht. Das reicht nicht, um jetzt wirklich schweißen zu können. Das reicht aber, um das Problem zu verstehen und, ich sag mal, halbwegs sicher zu arbeiten. Ja. Das war 2015, dann hat das Projekt zunächst mal einfach auf Eis gelegen, weil ich hatte nicht die Räumlichkeiten, um jetzt irgendwie mit einem Schweißgerät zu arbeiten. 2016 hatten wir im Kaiserslauterner Erfa allerdings die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten zu erweitern, und da sprang dann auch ein passender Raum quasi bei raus. Sprich, wir haben eine Werkstatt, die wir extra auch wegen meinen Ambitionen mit einem Betonfußboden versehen hatte. Da war vorher ein Holzfußboden drin. So dass man da jetzt ja loslegen konnte. Was macht man zum Beispiel? Also das ist in meiner Wohnung so eine blöde Stufe, die auf meine Terrasse rausgeht. Der Architekt hat es irgendwie für eine coole Idee gehalten, da einen Heizkörper direkt vorne dran zu machen. Ich fand das weniger cool, dann habe ich mir einfach diese Stufe aus Holz und einer kleinen dünnen Stahlkonstruktion gebaut. Ja, das Ding ist etwa 2 Zentimeter hoch, muss aber trotzdem halt robust genug sein, damit man da bedenkenlos einfach rausgehen kann. Dafür eignet sich Stahl zum Beispiel sehr gut. Wie sieht sowas aus? Also das ist jetzt ja aus der Konstruktion von dieser Stufe. Was ich da am Anfang mache, ist einfach mit dem Schweißgerät den Stahl zusammenzupunkten. Also es ist quasi nur so ein kleiner Schweißpunkt. Manchmal passt es dann nicht so richtig, dann muss man mit Gewalt ran und einfach den Werkstoff etwas verformen. Das ja, ist so das Normale. Dann mal nochmal kurz nachmessen, ob das alles passt. Und jetzt fange ich an, hier die Schweißnähte zu machen. Was ich da mache, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich zumindest auch bewusst nicht daran erinnern, dass ich sowas öfter mache. Ja. Und jetzt fange ich halt einfach an, mit meinem Schweißgerät so die einzelnen Stahlteile miteinander zu verbinden. Ihr seht, ich habe da so einen Draht, ich habe da diesen Brenner in der Hand, und ich tupfe da einfach mit diesem Draht so ein bisschen Stahl nach. Ich habe da quasi so eine Schmelze, die sieht man auch ganz gut, wenn man den Helm auf hat. Ja, und ich schmelze das einfach quasi zusammen. Deswegen meinte ich, wenn ihr löten könnt, seid ihr da im Vorteil, weil das ist gar nicht so unähnlich. Ja, die Temperaturen sind höher, das ist ein bisschen lauter, ist ein bisschen respekteinflößender, aber ja, man kann da relativ bequem, gut, die Naht ist jetzt nicht so schön, aber die ist okay, da seine Schweißnähte halt hinzaubern. Ja, so sieht das also aus, wenn ich da irgendwie in der Werkstatt am Basteln bin. Ja, was ich heute machen möchte, ist einfach so ein bisschen den Hintergrund zu erläutern. Warum funktioniert das so, wie es funktioniert? Was braucht man? Auf was sollte man achten, um sich nicht selber zu verletzen? Weil das kann man leider mit dem Zeug wirklich. Ja. Zunächst mal, was ist überhaupt Schweiße? Schweißen ist einfach nur Verbinden durch Verflüssigen und Erstarren. Ja, also ich kann zum Beispiel Kunststoff schweißen. Ich erhitze den Kunststoff, bis er halt flüssig wird, lasse ihn abkühlen, und danach ist es ein Material. Das funktioniert auch bei Stahl im Prinzip ganz genauso. Den Hintergrund, den ihr hier seht, das ist eine mikroskopische Aufnahme von einem Baustahl, also so einem ganz normalen Feldwald-Wiesenstahl. Und da seht ihr, dass das so eine Art Kristallstruktur ist. Ja, also das Dunkle ist Kohlenstoff, das etwas Hellere ist Eisen, und das ist so eine, ja,
eben nicht homogene Masse, das sind einfach Kristalle, die so zusammengewachsen sind und dann halt diesen Raum ausfüllen. Das heißt, was ich beim Schmelzen mache, ist, ich schmelze einfach alle meine Kristalle an diesem Punkt, die verflüssigen sich, ist eine Schmelze, nehme meinen Schweißbrenner weg oder ziehe mit der Schweißnaht weiter und dann erstarrt das halt einfach wieder. Und dann habe ich eine Verbindung, die wirklich quasi genauso fest ist, genau, na gut, das ist nicht ganz richtig, sagen wir mal, die ähnliche Materialeigenschaften hat wie das Stahlrohr, was ich da halt gerade irgendwo dran geschweißt habe. Ja? Das heißt, es ist ein sehr, sehr homogenes Ding. Und deswegen ist in Schweißverbindungen auch so stabil und belastbar. Stahl ist jetzt nicht ganz Stahl. Es gibt keine Ahnung, wie viele Sorte, wenn man einfach nur mal guckt ins Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. Also Stahl ist ein Gemisch aus Eisen und Kohlenstoff mit noch ein paar Zusatzstoffe mit dazu, je nach Legierung. Materialeigenschaften kann man im Prinzip aus diesem Diagramm mal so grob abschätzen. Ja, was ihr hier seht, ist unten der Kohlenstoffgehalt. Normaler Baustahl hat etwa 0,2% Kohlenstoff plus minus. Das heißt, wir sind ganz am linken Ende. Auf der anderen Achse habt ihr die Temperatur aufgetragen. Ja, das fängt unten bei 0 Grad an und geht dann irgendwie bis 1600 Grad hoch. Ja. Und der oberste Bereich da, das ist die Schmelze. In dem Bereich schweiße ich eigentlich. Ja. Das heißt, ich muss irgendein Verfahren haben, was mir halt den festen Werkstoff von da unten auf einem Punkt relativ schnell über die 1600 Grad hieft oder sagen wir mal 1600 Grad, damit das Ganze halt flüssig wird, damit sich die Kristalle beim Erstarren neu verbinden können. Ja. Habe ich einen anderen Werkstoff, wenn ich jetzt weiter nach rechts gehe, da komme ich halt in die Gussstähle rein, funktioniert das nicht mehr ganz so gut. Also die Stähle sind wesentlich schwieriger zu schweißen, aber auch die kann ich schweißen. Das heißt, das Grundprinzip, ich habe da Kristalle, die erhitze ich einfach, das fließt irgendwie alles zusammen und erstarrt dann wieder, das ist bei jedem Schweißverfahren gleich. So, was sind so die bekannteren Schweißverfahren? Das, was man wohl am häufigsten sieht, ist das auf der linken Seite, das ist Elektrodeschweiße. Das heißt, ich habe da irgendwie so eine Elektrode, die abschmilzt, ja, und da steche ich dann auf mein Stahlstück und dann gibt's irgendwie einen Lichtbogen, die Elektrode schmilzt und ich verbinde halt damit meinen Stahl. Ist eine Methode, die in der Bauindustrie sehr gerne eingesetzt wird, weil es die älteste Methode ist, weil man die Metallurgie und die Materialeigenschaften von solchen Schweißnähten sehr gut verstanden hat. Deswegen sind ganz viele Normen, wenn es um Konstruktionen geht, um Belastbarkeit von Schweißnähten, halt einfach auf dieses Verfahren quasi geschrieben. Schutzgasschweiße, das, was man, ich sag mal, aus der Automobilindustrie oder aus Autowerkstätte so kennt, funktioniert ein bisschen anders, ja. Bei dem Elektrodeschweiße habe ich die Elektrode ist überzogen mit so einer Schlacke, die dann schmilzt. Ich habe da meine Schmelze. Und wenn ich die jetzt nicht vor Sauerstoff schützen würde, würde mir der Stahl halt einfach direkt wegrosten. Ja. Das kann man mit einem Wickschweißgerät, komme ich später dazu, auch provozieren, indem man das Gas nicht aufdreht. Merkt man sehr schnell, ist wirklich dann so quasi ein Rostfleck, den man sich da gebaut hat. Bei dem linken Verfahren schmilzt also quasi diese Schlacke ab, legt sich über meine Schweißnaht und schützt die vor dem Umgebungssauerstoff. Ja, die klopfe ich dann einfach ab und drunter habe ich eine saubere Metallverbindung, wenn man das Verfahren beherrscht. Auf der rechten Seite nehme ich zusätzlich ein Schutzgas. Ja, das heißt, ich habe nicht mehr irgendwie einen Draht, der mit Schlacke überzogen ist, sondern ich habe nur noch einen Draht, der kommt aus so einer Pistole raus, da habe ich so einen Trigger dran. Wenn ich da drauf drücke, dann schießt da vorne ein Draht raus, der dann halt aufs Material trifft, schmilzt und mir meinen Lichtbogen macht. Zusätzlich kommt aus dieser Pistole aber auch ein Schutzgas rausgeströmt, was einfach den Umgebungssauerstoff verdrängt und dafür sorgt, dass ich dort halt keine oxidierende Atmosphäre habe. Ja, wenn dann meine Schmelze wieder unter, was war das gerade, 1500, sagen wir mal 1400 Grad abgekühlt ist, dann passiert da auch nichts mehr. Das heißt, ich habe nicht dieses ganz schnelle Wegoxidieren. Das, was ich mache, das, was ihr eben gesehen habt, ist ein anderes Verfahren. Das ist Wolfram-Inertgas-Schweißen oder kurz WIG-Schweißen. Im englischen Sprachgebrauch, Wolfram ist Tungsten, man spricht dort oft vom TIG-Schweißen, meint aber alles das Gleiche. Ja. Erklär zuerst, was es ist auf der rechten Seite und dann, warum das eigentlich ein cooles Verfahren ist auf der linken Seite.
da auf der rechten Seite seht ihr im Prinzip das Setup, was ich habe. Ich habe eine Schweißstromquelle, ein Schweißgerät. Da ist eine Gasflasche irgendwo in der Nähe. Ich verwende als Schutzgas Argon. Das ist ein inertes Gas, ist ein Edelgas. Das heißt, es reagiert einfach mit nichts. Ist also für so eine Anwendung, wo ich einfach nur meine Schweißnaht schützen will, damit sie mir nicht wegoxidiert, perfekt. Da ist ein Druckminderer dran und im Prinzip der Gasstrom und der Schweißstrom strömen durch einen Schlauch, wo irgendwie noch ein Kabel mit dabei ist, vorne in diesen Brenner rein, da rot in der Zeichnung. In dem Brenner steckt irgendwie meine Elektrode drin. Und was ich da halt machen kann, ich habe gleich auch noch Bilder, wie das unter dem Schweißhelm aussieht und ja, wie sich das so anfühlt. Was ich damit halt mache, ist im Endeffekt, ich löse das aus, ich bilde einen Lichtbogen, da kommt jetzt kein zusätzlicher Draht dazu. Das heißt, im Gegensatz zu dem Schutzgasschweißer oder dem Elektrodeschweißer muss ich den Draht nochmal separat zuführen. Das hat den Vorteil, dass ich quasi meinen Lichtbogen unabhängig von dem Materialzuschub kontrollieren kann. Ich kann halt sehr, sehr flexibel damit arbeiten und habe halt da viele, viele Möglichkeiten. Am Anfang, als ich dort die ersten Stahlrohre zusammengepunktet habe, da habe ich einfach gar keinen Zusatzstoff genommen. Das heißt, ich hatte diesen Draht einfach nicht. Ich habe einfach nur zwei Stahlteile aneinander gehalten, die an dieser Ecke quasi aufgeschmolzen und sich miteinander verbinden lasse, fertig. Ja, auch so kann man dann halt mit dem Gerät arbeiten. Warum Wickschweiße? Naja, hängt auch damit zu tun zusammen, was ich für Restriktionen habe. Bei uns im Verein, das ist ein Raum, den wir, ich sag mal, schalltechnisch so gut gedämmt, wie es irgend geht. Also man kann da wirklich auf der einen Seite Seminar halten und auf der anderen Seite kann ich mit einer Flex arbeiten. Man hört das, aber das ist jetzt nicht so, dass man das Seminar komplett sprengt. Ja. Der Nachteil ist, ich habe halt keine wirklich sehr gute Belüftung dort, was man eigentlich fürs Schweißen bräuchte. Ja, also Elektrodenschweiße, das mit diesem Schlacke, in dieser Schlacke-Elektrode, das ist dreckig, da spritzt irgendwie Schlacke und Stahl durch die Gegend. Ich habe Schweißrauch, den man echt nicht einatmen will. Das heißt, normalerweise, wenn man das in geschlossene Räumlichkeiten macht, hat man eine Schweißkabine mit einer separaten Absaugung, mit Filtern und so weiter. Das ist in so einem ERFA eigentlich nicht darstellbar. Ja. Insofern, Wick ist sehr sauber, ich habe kaum Spritzer, ich habe keine Schlacke, ich habe keinen schädlichen Schweißrauch. Ja. Sollte man wirklich drauf gucken, auch wenn ihr loslegt und sagt, hey, Schweißen ist cool, was es definitiv ist und man kann das relativ einfach lernen, guckt drauf, dass ihr genau wisst, was ihr für ein Material schweißt. Ja. Also wenn ihr jetzt anfangt mit Edelstahl zu schweißen, mal abgesehen davon, dass das Material sich anders verhält und nicht ganz so trivial ist wie diese Baustelle, da sind meistens Chromanteile mit dabei. Das heißt, es gibt ja Materialien, wo ich dann Chromdämpfe in der Luft habe, die man definitiv auch nicht einatmen will. Ja, also bevor ihr da loslegt, denkt an eure eigene Sicherheit, macht euch Gedanken über das Material und was da passiert. Weiterer Vorteil von dem Wickschweißen ist, ich kann es extrem vielfältig einsetzen. Ich kann Stahl damit schweißen, ich kann Edelstahl schweißen, ich kann Alu schweißen, ich kann Titan damit schweiße. Es gibt ganz viele Materialien, die ich wirklich so bearbeiten kann. Ich kann aber auch damit löten. Ja, also es gibt spezielle Schweißzusätze, wo ich dann quasi zwei Stahlplatte mit einem Kupferlot verlöte, auch mit dieser Maschine. Ja, hat so seine Vor- und Nachteile. Löte ist nicht ganz so stabil, aber ich habe nicht so viel Wärmeeintrag. Das heißt, mein Werkstück verformt sich nicht so. Das heißt, man hat einen großen Freiheitsgrad, wie man jetzt wirklich damit arbeiten will. Wickschweißen ist relativ teuer, wobei ich jetzt sage, das sind Größenordnungen, wo ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Wenn mich irgendwas bei einem Elektrodenschweißer vielleicht 50 Cent kostet, dann kostet es mich hier 1 Euro, so in der Relation. In der Industrie ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Wenn ich mir da mal eine Stufe zusammen schweiße, habe ich 1 Euro mehr ausgegeben. In der Größenordnung bewegt es sich halt. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Das ist mir alleine schon meine Gesundheit wert. So, nochmal zu dem Schweißbrenner. Ist jetzt hier nochmal genauer dargestellt. Ich habe also auf der rechten Seite irgendwie meine Stromzufuhr und Schutzgas, was da halt in den Brenner reinströmt. Der hat so eine Keramikhülse, wo quasi das Gas unten rauskommt.
Und in der Mitte habe ich eine Wolfram-Elektrode, die da eingespannt ist in so einem Kupferhalter. Ja. Die Wolfram-Elektrode ist auch das, was dann quasi den Schweißstrom auf meinen Stahl leitet. Der Stahl ist geerdet gegenüber meinem Schweißgerät, sodass da im Endeffekt dann halt ein Lichtbogen entsteht und ich ja mit diesem Lichtbogen den Stahl aufschmelzen kann. Was ich da fabriziere, ist im Endeffekt so eine Schweißnaht. Das heißt, vorne habe ich irgendwie zwei Platten, die so nebeneinander gelegt sind, so. Und dann fange ich einfach an einem Ende an und schiebe da meinen Brenner drüber und mit der anderen Hand tupfe ich gerade so viel zusätzlichen Stahl in Form von einem Stahldraht dazu, bis halt genau meine Lücke aufgefüllt ist. Ja, um mal so ganz grob das zu beschreiben. Man kann da, wie man das macht, extrem lange drüber reden. Im Endeffekt muss man das üben. Und ich betrachte mich selber auch als jemanden, der das Problem verstanden hat, aber es nicht wirklich richtig gut kann. Ja? Also ich kann was zusammenschweißen und es hält. Ich würde jetzt aber nicht hingehen und sage, ich kann irgendwie Gasflaschen reparieren, weil ich dafür zertifiziert bin oder so. Also das ist außerhalb meines Horizonts. Ich mache das nur aus Jux und Dollerei. So, wie sieht sowas jetzt aus? Reingezoomt, da hat die Kamera Probleme, zuerst mal irgendwie mit der Helligkeit klarzukommen. Ihr seht da hell glühend diesen Wolfram, die Wolfram-Elektrode, die nutzt sich auch normalerweise nicht ab, es sei denn, ich mach's falsch. Die überträgt jetzt einfach diesen Lichtbogen. Da kam ich mit dem Schweißdraht gegen die Elektrode, deswegen ist da mal so kurz ein bisschen Stahl durch die Gegend geflogen. Das war jetzt aber halb so wild. Und was ihr hinten dran seht, ist quasi so eine Schweißnaht, so eine kleine Raupe. Die sieht jetzt hier nicht so richtig hübsch aus, habe ich schon hübscher hinbekommen. Da sieht man im Endeffekt so kleine Rippel drauf. Und die kommen halt dadurch zustande, dass ich quasi immer wieder Material nachschütte, mit dem Brenner einen Schritt weitergehe und hinten dran erstarrt das wieder. Ja, das heißt, die Zone, wo ich flüssigen Stahl habe, die ist relativ klein. Ja, diese Elektrode hat, also sowohl der Draht da als auch meine Elektrode haben einen Durchschnitt von 2,4 mm. Ich würde mal sagen, 3 bis 5 mm ist etwa meine Schmelze groß. In dem Bereich spielt sich das alles ab. Ist auch ein Vorteil von dem Verfahren. Wenn ich mit Elektrode schweiße, dann ist das größer und unübersichtlicher und Dreck und sonst was. Also aus ästhetischen Überlegungen würde ich sagen, ja. Ich bin auch schuldig, ich habe das schon getan. Hat der Stabilität von dem, was ich mache, auch keinen Abbruch getan. Wenn du das in einem industriellen Kontext siehst oder in Anwendungen, wo es um Druckbehälter geht oder sowas, würdest du quasi in der Qualitätskontrolle sofort rausgewunken werden. Die wollen genau diese Rippel sehen, weil du quasi dann anhand dieser Rippel sehen kannst, wie gut hast du denn da das Material fließen lassen. Weil du versuchst ja nicht, ich sag mal, Material aufzubringen, sondern du versuchst im Regelfall zwei Teile mit dem Material, was du hinzustößt, quasi zu verbinden. Das heißt, du versuchst da einmal einen großen Block, einen richtig dimensionierten großen Block aufzuschweißen. Und ob dir das gelingt oder nicht, das siehst du halt oft an diesen Rippelstrukturen. Insofern für jemanden, der in der Qualitätskontrolle ist, der will die Dinger so sehen. So sieht das aus. Also mit dem Schweißhelm sieht man noch ein paar mehr Details. Aber so Pi mal Daumen sieht das in etwa so aus, was ich da unter dem Schweißhelm sehe. Und das ist eigentlich ein relativ chilliges Verfahren. Ich bin jetzt hier bewusst ein bisschen langsamer unterwegs. Normalerweise mache ich das schneller. Ich kann es einstellen, wenn ich ein bisschen weniger Strom nehme, brauche ich halt länger, bis meine Schmelze an dem Punkt da ist. Das heißt, ich kann über die Wahl des Stroms mir überlegen, wie schnell möchte ich denn schweiße. Ist das jetzt etwas, wo ich irgendwie den Brenner manipulieren muss oder sonst was? Das heißt, ja, wer löten kann und ein bisschen Gefühl dafür hat, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Lot so und so sehe, dann hat sich das wirklich verbunden. Das ist genau das Gefühl, was man halt auch beim Schweiße braucht. Insofern ist es relativ ähnlich. Das ist mein Equipment. Einmal auf der linken Seite, das ist der Brenner. Ich habe leider nur einen relativ großen Brenner. Ich arbeite dran, einen kleineren zu bekommen, weil
der kann zwar viel Strom ab, aber der ist auch schwer und nicht so gut zu manipulieren und so. Und ja, so sieht das Zeug aus. Im Endeffekt alles bis auf diesen blauen Griff ist standardisiert. Das heißt, das Zeug kann man einfach so kaufen, passend zu seinem Brenner. Man schraubt das zusammen und gut. Dieses Ding hier, das ist meine Elektrode, die steckt dann halt quasi, die guckt hier unten aus meiner Hülse raus, geht hier durch die Gaslinse durch, durch diesen, weiß noch was ist es, vermutlich Teflon, durch die Teflon-Dichtung, in diese Spannzange rein und die Spannzange wird quasi hier an anderen Stelle von dieser Kappe festgedrückt. Ja. Wie gesagt, relativ modular, kann man alles austauschen, gibt es auch verschiedene Arten und Materialien und sonst was. Ich bin da relativ einfach unterwegs. Auf der rechten Seite das Schweißgerät. Ich wollte nicht ein Schweißgerät kaufen, was zu billig ist. Also man kriegt teilweise für 300 Euro so ein Schweißgerät, aber das kommt dann halt von irgendeinem eBay-Händler aus China oder so. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern der wirklich eine Qualitätskontrolle gemacht hat, inwiefern das Gerät entsprechend gesichert ist und da geht einiges an Strom durch. Also ich habe es schon geschafft, beim Schweiße irgendwie durch einen nassen Schweißhandschuh und weil ich irgendwie mit dem Bein an meinem Werkstück stand, Strom quasi einmal quer hier durchzuleiten. Tut weh, will man nicht haben, aber deswegen ist es mir wichtig, da ein gescheites Gerät zu haben, wo ich weiß, okay, das hat ein CE, was kein China Export ist, sondern da gibt's irgendwie einen deutschen Importeur. Ja, das Schöne an so einem WIC-Schweißgerät ist, dass man damit auch Elektroden schweißen kann. Das heißt, wenn du mal das ganze Brimborium mit Gasflasche und so weiter nicht brauchst und einfach nur draußen irgendwo einen Gartenzaun reparieren willst, kann ich mein Gerät genauso nehmen. Hat relativ wenig Einstellmöglichkeiten. Wenn man sich große Geräte anguckt, die können wesentlich mehr, aber die kosten halt auch um einiges mehr. Also ich sage mal, das ist so die fortgeschrittene Einsteigerklasse. Ein paar Worte zur Arbeitssicherheit. Also das war der Beginn eines Sonnenbrandes, den ich so schnell nicht vergessen werde, weil da hat sich halt wirklich ab hier quasi die Haut einmal komplett erneuert. Was ich gemacht habe, war total dämlich. Es war Sommer, es war warm und ich habe da irgendwie mit dem Winkelschleifer rumhantiert und habe meine Jacke ausgezogen und habe dann bin dann wieder zum Schweißtisch gegangen und wollte weiterschweißen und habe vergessen, die Jacke wieder anzuziehen. Und ich habe halt da irgendwie 10 Minuten geschweißt und habe mir in den 10 Minuten einen Sonnenbrand geholt. Das ist unglaublich. Was sind die prinzipielle Gefahren? Es ist verdammt warm, das heißt, ich habe eine Feuergefahr. Ja, deswegen wollte ich halt auch einen Betonboden haben. Wir arbeiten in der Werkstatt auch mit Holz, was suboptimal ist, ja, weil Holzspäne sind relativ gut brennbar. Man muss halt einfach darauf achten, was ist in meiner Umgebung, gibt es da irgendwie, keine Ahnung, große Kartonansammlungen oder sonst was, muss man vorher planen. Gegen die Hitze hat man normalerweise Schutzkleidung, ja, also Handschuhe, Gesichtsschild und so weiter. Gegen Strom, wie gesagt, sollte man auf die Qualität seines Schweißgeräts und der Schutzeinrichtung achten, aber vor allen Dingen auch sein Gehirn benutze, ja, wie bei allem. Und UV-Strahlung, würde ich mal sagen, ist die Gefahr, die man eigentlich gut sieht, aber man unterschätzt sie. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen fucking Sonnenbrand da kriege. Insbesondere für die Augen ist das natürlich extrem gefährlich. Also du kannst dir wirklich so Verblendungen da nehmen. Das heißt, du kannst dir damit deine Augen kaputt machen. Deswegen trage ich unter dem Schweißhelm auch immer noch mal eine Schutzbrille. Für den Fall, dass ich wirklich mal vergesse, meinen Schweißhelm runterzuklappen oder keine Ahnung was. Wenn ich in die Werkstatt reingehe, Augenschutz, das ist mir wichtig. Was ich sonst so habe, schwer entflammbare Kleidung. Ja, ich trage nur 100% Baumwolle. Baumwolle brennt nicht, die glimmt nur. Glimmen ist auch unangenehm, aber das ist nichts, wo man gleich in Flamme steht. Und synthetische Materialien schmelzen halt eher. Und wer mal irgendwie so eine Nylonjacke gesehen hat, also ein Motorradfahrer, der irgendwie keine Schutzkleidung anhatte und dann quasi sich die Haut mit der Nylonjacke verschmolzen hat, das ist sowas, das will man überhaupt nicht haben. Insofern, Baumwolle ist gut, ist auch das Billigste.
Sicherheitsschuhe, ich habe da irgendwie es mit höhere Temperaturen zu tun und mit Dinge, die runterfallen können, also S3HRO. Handschuhe, es gibt Schweißerhandschuhe wie Sand am Meer, die sind nicht teuer. Die einzige Kennzeichen ist quasi, dass die eine Stulpe bis hierhin habe, dass ich da hier noch ein bisschen geschützt bin. Will man haben. Eine Schutzbrille, da gibt es verschiedene. Da sollte man darauf achten, dass man halt eine wählt, die auch UV-Schutz bietet. Schweißhelm, für Wickschweiße braucht man unbedingt einen Automatikhelm. Also es gibt auch Konstruktionen mit irgendwelche Klappe und so, die man zum Beispiel im Mund betätigen kann, wo dann irgendwie mechanisch was auf und zu klappt. Aber das finde ich so umständlich und Automatikhelme sind nicht wirklich so teuer. Den Luxus sollte man sich gönnen. Drumherum, wenn man mit Stahl arbeitet, hat man öfter mal einen Winkelschleifer in der Hand. Das heißt Gehörschutz und Staubfilter, irgendwie so eine Maske. Das ist auch eine gute Idee. Im Endeffekt aber nichts Besonderes. Ja, also wenn du jetzt am Heimwerke bist und mal mit Holz gearbeitet hast oder so, hast du wahrscheinlich sowieso schon die Hälfte. Und eine alte Jeans und einen alten Baumwoll-Hoodie oder so kriegt man auch hin. Ja, Winkelschleifer, das ist so das zweite Ding, was man halt einfach haben will. Noch hier mal. Ja, ich kann gar nicht den Ton regulieren von hier. Wenn du loslegst, kauf dir einen gescheiten Winkelschleifer. Du kannst damit Dinge entgraten, du kannst Dinge trennen, du kannst sie glattschleife. Ist ein Gerät, was man ständig in der Hand hat und ja, kostet nicht viel, einfach kaufen. Wir haben uns da in Lautern so ein bisschen Luxus gegönnt, weil wir gesagt haben, okay, wir bauen auch die Werkstatteinrichtung selber. Auf der linken Seite seht ihr eine Horizontalbandsäge. Sehr geiles Werkzeug, um einfach auch winkeltreue Schnitte machen zu können. Also ich kann quasi die Position von meinem Sägeblatt so verstelle und kann damit halt 45 Grad Winkel oder so an so ein Quadratrohr dran schneiden. Und das passt dann halt auch. Ja. Nicht ganz billig. Ist schon irgendwo Luxus, man kann das auch mit einem Winkelschleifer machen, aber das ist einiges mehr Hassel. Also wenn ihr anfangt wirklich zu sagen, okay, ich baue mir da jetzt eine Werkbank oder so, wie wir das gemacht haben, das ist ein Invest, das amortisiert sich relativ schnell. Was ich persönlich mir da noch gekauft habe, ist so eine gescheite Standbohrmaschine. Das ist eine AEG, die ist von 1963 und wiegt knapp 60 Kilo. Obwohl man es ihr nicht ansieht, die ist verdammt schwer. Und genau das ist das, was ich will, weil wenn ich mit Stahl arbeite, muss ich halt auch größere Kräfte mal irgendwie auf den Bohrer ausüben. Das Ding verformt sich nicht. Gebrauch gekauft. Ich habe bis jetzt noch nichts dran geändert. Es kriegt vielleicht irgendwann mal neue Lager, aber ja. Auf der rechten Seite seht ihr die Werkbank, die wir gebaut haben. Die wiegt etwa 50 Kilo. Ist eine relativ solide Stahlkonstruktion und eine Werkbank zu haben, die sich einfach nicht bewegt, ist schön. Auf der linken Seite so ein Schweißwagen, den ich mir da für mein Equipment gebaut habe, da hängt auch im Moment anderes Zeugs dran, was da eigentlich nicht hingehört, hat man dann relativ schnell zusammengeschweißt. Also ich sag mal, der Schweißwagen, das war mein allererstes Schweißprojekt, da saß ich dann mal 2 Wochenende dran. Hat aber auch dazu gedient, überhaupt mal in dieses Verfahren wirklich reinzukommen. Das andere, das war dann im Endeffekt in 6 Stunden durch. Gut, ohne Farbe und ohne die Holzarbeiter, aber so rein dieser Rahmen da, das geht dann relativ schnell. So, mal noch so ein Projekt von Anfang bis Ende. Ich wollte einen Werkstatthocker bauen. Ja, und Werkstatthocker sollte halbwegs robust sein, die Höhe sollte zu den Werkbänken passen und so weiter. Material, was ich hier verbaut habe, sagen wir mal 20 Euro oder sowas, war mein erstes Schweißprojekt, wo die Winkel nicht mehr rechtwinklig waren. Deswegen habe ich mir da so eine Holzschablone gebaut und dann halt einfach die formgebenden Verbindungen auf der Schablone geschweißt. Ist ein bisschen improvisiert, weil, sag mal, mit einem Schweißbrenner so nah an brennbarem Material dran zu gehen. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, geht das auch.
Ja, wenn es fertig geschweißt ist, mit einem Winkelschleifer einfach alles hübsch mache. Das Dreckigste war hier diesen Sitz da, die Holzoberfläche zu machen, weil ich da mit einem Bandschleifer und einer Oberfräse zugange war und du siehst halt aus, als ob du aus dem Krieg kommst. Ja. Und auf der rechten Seite das fertige Produkt angestrichen. Davon habe ich jetzt zwei gebaut und ich denke, die werden auch ein paar Jahre überleben. Anderes Bastelprojekt, ich wollte irgendwie eine Lampe haben und hatte da sag mal, speziellere Vorstellungen, wie die aussehen soll. Ist jetzt so eine kleine Lampe, also die ist in Realität vielleicht, ja, sagen wir mal, 20 Zentimeter hoch insgesamt. Steht da irgendwo beim Fernseher rum. Hat relativ lange gedauert, bis ich wusste, wie ich das Ding bauen will, weil ich wollte halt, dass man von außen eigentlich nicht sieht, dass da irgendwie innen drin ein Innenleben ist, dass da Kabel drin sind und so weiter. Also es sollte einfach wirklich nur dieser Block sein. Und dann kommt halt die Frage, okay, wenn du jetzt irgendwie auf der oberen Seite alles zu hast und nur dieses runde Loch hast, wie installierst du denn den ganzen Kram da innen drin und wie kommst du da dran und Kabel und so weiter? Also wollte ich da eine Klappe dran machen und das habe ich so gelöst, dass ich im Endeffekt mir kleine Winkel gemacht habe. Ich hatte nur einen Bandstahl zur Verfügung, das heißt, ich habe da einfach einen Schnitt reingemacht und es wieder zusammengeschweißt, dann hatte ich halt meine Winkel. Habe dann quasi durch die Seitenwand durchgeschweißt. Ich habe mir ein Loch dort reingebohrt, habe von unten meinen Winkel genommen, da dran gepresst und habe dann von oben eine Schweißnaht auf einem Punkt da gemacht. Das heißt, ich habe einfach mein Bohrloch wieder aufgefüllt. Ja. Und hatte dann halt die Winkel dran und an die konnte ich dann was schrauben, sodass ich halt dort wirklich den Platz hatte, um die Schraube irgendwo reinzudrehen. Ja, das war zu dem Zeitpunkt wesentlich rotglühender, bis ich das Handy draußen hatte, um das zu fotografieren, war es quasi schon wieder vorbei. Schweißgeräte sind eine total coole Geschichte, sind eigentlich ziemlich einfach zu bedienen. Wenn ihr das selber probieren wollt, ist es eine gute Idee, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Nicht, weil ich euch das nicht zutraue, sondern einfach, weil man, das sind ganz viele motorische Abläufe, die du einfach mal üben musst. Und wenn du da jemanden hast, der dir zeigt, so, ey, nee, das ist so viel einfacher oder so, das hilft einfach. Guckt euch bei einer Volkshochschule oder einer Meisterschule oder Handwerksschule oder sowas um. Da gibt's oft Kurse, wo man hingehen kann und das auch relativ stressfrei lernen kann. Ja, mehr Stahl. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen. Da hinten, letzte Reihe. Ja, jetzt. Was macht man denn, wenn man was schweißen möchte, was zum Beispiel einen Gartenzaun, wie du gesagt hast, wo ja die Schwerkraft eigentlich das die ganze Schmelze nach unten zieht, geht das auch gut mit dem Verfahren, mit dem Wick, was du gesagt hast, oder ist das dafür eher blöd? Du meinst jetzt Schweißpositionen wie über Kopf oder ja, wenn ich halt zum Beispiel eine senkrechte Schweißnaht ziehen will, die nach unten wegfließen könnte. Mhm. Also als Vorbemerkung für die Leute, die Frage vielleicht so nicht verstehen, wenn du sowas mit Elektrodenschweiße machst, ist das ziemlich schwierig. Das kannst du. Ja. Es gibt zum Beispiel entsprechende Elektrode, wie du auch über Kopf schweißen kannst, wo dann halt deine Schmelze nicht dir entgegenkommt. Aber das ist schon, also da muss man das Prinzip schon verstanden haben. Wüsste ich nicht, ob ich das so hinkriegen würde. Eine Steignaht würde ich noch hinkriegen, aber über Kopf bin ich raus. Ist bei Wick total unkritisch. Dadurch, dass du eine ganz kleine Schmelze hast, bewegt die sich so gut wie gar nicht. Das heißt, bei dem Schweißtisch zum Beispiel, ich habe halt im Prinzip diese drei Beine oder die drei Beineinheiten geschweißt und dann die Streben dazwischen gemacht. Und wenn das halt mal so lang ist, ich hatte da keinen Platz mehr und habe es halt einfach hochkant hingestellt und über Kopf geschweißt. Das geht quasi genauso, wie wenn ich das auf dem Tisch liege habe. Ich muss halt irgendwie meinen Arm hinreichend genau positionieren und so weiter, aber total stressfrei. Also wesentlich einfacher als mit Elektrode.
Deswegen, ich verstehe eigentlich auch nicht, warum man den Leuten Elektrodeschweiße als erstes Schweißverfahren empfiehlt. Ich finde, das WIG-Schweiße hat eine eigene Komplexität, man muss das mal gesehen haben. Aber es gibt jetzt nichts, wo man sagt, wo ich sagen würde, das ist schwieriger als Elektrode oder so. Quatsch. Wie viel hast du für dein Schweißgerät gezahlt? schwierige Rechnung, weil zum einen habe ich den, ich will das jetzt haben, Faktor mitbezahlt. Zum anderen war ich bei einem lokalen Händler, der mir halt auch entsprechend Support und den ganzen Kram und ein Starterpaket. Ja, also es war alles cool. Ich habe einen Winkelschleifer plus ein paar Schleifscheibe und ein bisschen Zubehör dafür, plus ein bisschen Schweißdraht, plus Druckminderer und das ganze Geraffel dafür, plus das Gerät. Ich glaube, das waren so 1200 Euro. Ja, wobei ich jetzt halt, wie gesagt, auch nicht das unterste Ende gekauft habe, sondern schon so das fortgeschrittene unterste Ende. Man kann für Schweißgeräte problemlos 5.000, 6.000 Euro ausgeben. Ist aber mir das auch nicht wert. Also ich sag mal, wenn du in die Region 800 Euro oder so guckst, da kriegst du schon sehr vernünftige Geräte. Wenn ihr drüber nachdenkt, so ein WIG-Schweißgerät zu kaufen, unbedingt auf die HF-Zündung achte. Ja? Du hast am Anfang das Problem, dass jetzt deine Oberfläche ist, die du schweißen willst und hier deine Wolfram-Elektrode ist, musst du ja irgendwie diesen Lichtbogen zustande bekommen. Und dann gibt's ein Verfahren namens Lift Arc, da legst du die Elektrode einfach auf deinen Stahl, machst also einen Kurzschluss und kippst dann die Elektrode so weg und damit baust du quasi den Lichtbogen auf. Das geht, das ist aber gerade am Anfang extrem fisselig. Was ich habe, ist eine HF-Zündung. Ich lege einfach meine Elektrode nicht auf den Stahl, sondern so ein bisschen drüber, so 1-2 Millimeter in der Größenordnung und drücke aufs Knöpfchen. Und in dem Moment baut er über einen HF-Strom halt irgendwie seinen Plasmakanal auf und dann kommt eigentlich ein Schweißstrom. Das heißt, ich habe nicht diesen Hässel mit, ich muss da irgendwie Gas anmachen und wegkippen und es dann stabilisieren, sondern ich halte es einfach da, drücke aufs Knöpfchen und ich habe meinen Schweißbogen. Das ist so das einzige Feature, wo ich sage, darauf bitte wirklich achtet. Der Rest, AC, DC und so weiter, findet ihr dann raus. Du brauchst jetzt ein Gas. Mhm. Wie teuer ist das und wie lange kommst du mit sowas aus? Schwierig. Also es gibt da Kostenoptimierungspotenzial. Also generell für WIG verwendest du eigentlich meistens 100% Argon. Es gibt ein paar Fälle, wo du noch irgendwie 10% Helium dazu gemischt hast oder so, aber normalerweise Argon. Argon gibt's beim Hornbach. Ja, als Mietflasche, wir haben gesagt, okay, wir haben irgendwie 50 Euro für die Füllung, sowohl bei einer 10-Liter-Flasche als auch bei einer 20-Liter-Flasche. Also haben wir über den Verein einfach 22-Liter-Flasche gemietet, rotieren die halt durch. Die Flaschenmiete sind 200 Euro, aber es ist ein Pfand, das heißt, kriegst du ja wieder. Und so eine 40-Euro-Füllung in der großen Flasche hält mir ein halbes Jahr. Also das sind wirklich keine signifikante Kosten. Dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt effizient mit deinem Gas arbeitest, ob du eher konservativ bist oder lange Nachströmzeit hast und so. Schwierig zu sagen, aber keine Ahnung, so ein Schweißstab, also wir versuchen im Verein, das über die Schweißstäbe abzurechnen und da halt quasi alle Kosten rein zu machen. Wenn du jetzt von so einem 2,4 mm Schweißstab ausgehst, da sagen wir, da legst du einen Euro für in die Kasse, wenn du einen verbrauchst. Ja, keine Ahnung, so ein Hocker sind vielleicht 2-3 von diesen Schweißstäben, dass du so eine Relation hast. Cool, dann bedanke ich mich.